Bro! Oh, die Shit gar nicht klar, dass sie so langsam sind. So, Servus Leidens. Ich bin's mal wieder, Vlogs am Start. Heute werden wir ein 0 auf 100 machen mit der CBR 650R. Baujahr ist 2019, verbaut, was jetzt eventuell relevant ist. Na gut, eigentlich nicht. Ist der SC Project SC1R. Ich fahre sie auf 48 PS, also noch A2 gedrosselt. Falls Windgeräusche jetzt etwas stärker sind, verzeiht mir. Ich habe gerade das erste Mal meinen neuen Helm an. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Der ist voll Carbon, Alter, übelst geil. Ich habe vorhin schon ein bisschen rumgekrischt, weil er sich so nice anfühlt. Man hat übelst die kranke Sicht aus dem Helm. Man sieht echt alles gefühlt. Du hast eigentlich keine Einschränkung im Sichtfeld. Also wenn Windgeräusche ein bisschen zu stark sind, verzeiht mir. Ich habe vergessen, einen Schal anzuziehen, dass es ein bisschen gedämpft wird. Ja, genau. So wie ich jetzt gleich fahren werde, also ich fahre jetzt noch zum Spot hin, aber ich mache jetzt schon mal dieses ganze Intro auf dem Weg. So wie ich jetzt gleich fahren werde, nehmt euch daran kein Beispiel. Ich lasse die Kupplung vermutlich ein bisschen schleifen, dass wir schneller auf die 100 kommen. Solltet ihr auf keinen Fall machen. Es ist unfassbar Material. Wie nennt man das? Also es fickt auf jeden Fall die Kupplung, wenn ihr die schleifen lässt. Ich werde das Ding vermutlich auch im zweiten Gang oder im dritten Gang auf 100 prügeln, dass wir einfach diese paar Millisekunden, die wir verlieren würden beim Schalten, dass wir die einfach nicht haben, also dass wir die Zeit sparen, ist bei einer 48 PS, bei einem 48 PS Bike eigentlich eh für den Arsch, weil so bei 6.500 Umdrehungen ist jetzt so mein Gefühl, haben wir meistens immer schon die 48 PS, sprich es bringt nichts, wenn ihr die Karre jetzt bis auf 12.000 hochdreht, weil ihr immer weiter mit 48 PS fahren werdet. Ich mache es trotzdem fürs Video. So fahre ich aber in der Regel nicht, also in der Regel schalte ich immer so bei 8000 spätestens und das auch nur, wenn sie warm ist. Kann ich jedem ans Herz legen, außer natürlich, wenn sie offen ist, da würde ich die auch komplett ausfahren, logisch, sonst kann man sie auch zulassen, lel. Genau, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen warten, nicht auf den E-Scooter, aber wir müssen ein bisschen warten, bis hier die Brüder weg sind. Ah, das ist halt echt zum Kotzen, dass jetzt so eine ganze Meute kommt. Bro, das hört nicht auf. Bro! Das hört wallah nicht auf. Wallah. Okay, ich glaube, wenn der... Ah, Bro, aber das ist halt echt kurz, um mich da raufzustellen. Ich glaube, nach der Karre machen wir das jetzt. So, ich hoffe, man hört mich. Gerade das GoPro von Felix. Ich meine, jeder kommt erst mal rein. Absolut sexy. Ich wollte gerade nur auf 100 Video aufnehmen gehen. Ich habe vorher schon die GoPro angemacht, Info erzählt. Ich stehe gerade am Spot, habe die Kupplung schon gezogen. Auf einmal piept die GoPro, Akku ist leer. Digga. Ich bin psychisch am Ende, Jungs. Ich muss alles wieder neu aufnehmen und ich habe keinen Akku und muss in 10 Minuten beim Training sein. Also ich wünsche euch einen schönen Brückentag, macht's gut. So, Leidens, da bin ich wieder. 3 Stunden später. Wir standen hier, wir waren im ersten Gang, hatten die Kupplung gezogen. Bruder, muss die Karre gewaschen werden. Insane. Dann ist die Cam leer gegangen, bisschen schade. Jetzt ist 19 Uhr, ja, 3 Stunden später, 3,5. Wir bereiten den Instagram-Post vor. Währenddessen läuft die Karre warm. Würde mich freuen, wenn ihr hier mal vorbeiguckt. Gibt mir sehr viel Mühe. Vlogs.moto. Let's go. Also Jungs, Karre müsste jetzt warm gelaufen sein. Ja gut, ich habe ja alles zum Ablauf schon gesagt. Wir machen, schätze ich mal, 2 bis 3 Fahrten. 0 auf 100 Fahrten. Genau, Grüße an David, danke, dass du mir die Handschuhe ausgeliehen hast. Meine wurden ja gesippt. Ja, Karre müsste eigentlich warm sein. Turbine läuft auch schon. Bisschen ärgerlich, dass hier jetzt ein Auto vor uns ist. Ja gut, danach kommt aber keins. Sprich, wir können uns hier schön auf der Geraden positionieren. Aber er fährt ein bisschen langsam. Wir müssen dann noch ein bisschen warten, da kommt schon der nächste Bruder. Also, let's go. Klappe nach unten. Oh, Alter, das
Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal und hoffen auch. Oh fuck, jetzt müssen wir aber ein, weil der Bruder kommt schon. Und auch hier probieren wir das Ganze jetzt noch einmal. Letzter Run. Leute, fahrt auf keinen Fall so an. Ich lasse die Kupplung schleifen. Das ist unglaublich schlecht für die Kupplung. Macht es nicht nach. Ich mache das einfach nur, dass wir wirklich einen nicen Wert bekommen. Aber ihr solltet das auf keinen Fall nachmachen. Letzter Versuch. 3, 2, 1, go. Bruder hinter uns, nein, es ist clean, wir lehnen uns nach vorne. 3, 2, 1, go. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, entspannt. Ich kann es echt nicht oft genug sagen. Jungs, macht das bitte nicht nach, Alter. Ihr hört, wie die Kupplung, wie das Bike kreischt. Die Kupplung habe ich anfangs nur schleifen lassen, das ist wirklich unfassbar schlecht für die Kupplung. Macht es nicht. Ja, macht es einfach nicht. Schaut gerne auf Instagram vorbei, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Da gebe ich mir echt viel Mühe, bin übelst auch online. In der Regel, ja, ich beantworte eigentlich jede Frage zum Bike, was ich verbaut habe, was kostet. Schreibt an, gebt euch gerne Tipps, beantworte eure Fragen oder genießt einfach die Edits. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Jungs. Bald kommt ein Q&A online. Ja, genau. Bis dann. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.